Das Mädchen hat richtig Spaß. Ja, weil er zwei funktionstüchtige Beine hat, um sein Körpergewicht zu tragen. Die habe ich auch. Hey, wurde dir nicht die ganze Muskulatur entfernt? Ich dachte, ich krieg vielleicht Mitleidsrabatt. Ich nehme ein experimentelles Medikament. Ja, ich habe einige Kunden, die sich was Experimentelles reinziehen. Soll ich's beweisen? Okay, dieses Verstärkerset wiegt doppelt so viel wie du. Siehst du? Und selbst mit Implantaten aus Adamantium könnte ich trotzdem noch... Sorry, kleiner Krampf. Wahrscheinlich. Ich werde deine Dienste wohl heute nicht mehr brauchen. Warum bist du nicht in deinem Bett? Also los, spring jetzt! Nimm deinen kleinen Arsch und sag den Kopf und geh! Wieso bitte guckst du denn? Ich gucke fern, du dummes kleines Früchtchen. Mom! Ich hoffe, es ist ein Notfall. Setz dich aufs Sofa und warte auf Mami, okay? Na los. Alle anderen hatte ich schon versucht zu erreichen. Du warst die Letzte auf der Liste. Und der Notruf stand nicht auf der Liste? Das ist kein Notfall. Klar. Ist das ein Suizidversuch? Es sollte keine Bypass-OP werden. Die Tumoren sind klein und liegen dicht unter der Haut. Ich habe gedacht, das wäre so wie eine Warze entfernen. Du konntest nicht bis morgen warten und die CT-Bilder einem richtigen Chirurgen zeigen? Chirurgen sind Idioten. Die schneiden einem nur Muskeln raus, ohne Rücksicht auf Verluste. Oder ist es dir nur peinlich, dass du dir was gespritzt hast, das noch keine Verträglichkeitsstudie durchlaufen hat? Es wurde noch nie am Menschen erprobt. Einen Tumor habe ich rausgekriegt, den zweiten so gut wie. Orientiere dich am CT, um den dritten zu finden. Ich bring dich ins Krankenhaus. Nein, ich zieh dir den Tumor. Ganz bestimmt nicht. Wir sind jetzt soweit. Warte. Komm bitte mit. Ich bin kein Chirurg. Ich kann nichts tun. Aber du kannst aufpassen, dass die Metzger nicht mehr wegschneiden als nötig. Du hast schriftlich eingewilligt. Er wird also tun, was er tun muss. Ja.
Und wenn er meint, er muss das Bein abschneiden, will ich sicher sein, dass das auch wirklich nötig ist. Haus. Ihm vertraue ich nicht. Aber dir vertraue ich. Du hattest Glück. Was tust du denn hier? Hast du auf jemand anderen gehofft? Eine heiße Schwester oder eine knackige Aushilfe. Jemand anderssprachiges, jemand, der sich kein Urteil anmaß. Du hast Post. Ich hoffe, es geht deinem Bein besser. Und ich hoffe, wir können bald wieder Freunde sein, du verfluchter Taugenichts. Ich muss pinkeln. Ist ein gutes Zeichen. Ich bin schon erwachsen. Sicher doch. Du bist ein Arsch. Weil ich mit einem frisch verkrüppelten Bein zu gehen versuche? Weil ich mich selbst operiert habe und dachte, ich löse meine Probleme mit Rattenmedizin? Wenn du schon lästerst, dann möchte ich bitte wissen, was du meinst. Na komm. So. So kann das nicht weitergehen. Irgendwas muss sich ändern. Darf ich erst noch pinkeln? Yes.